Herzlich willkommen zu Sniper Elite 4. 2 und 3 haben wir fertig. Jetzt fangen wir mit dem vierten Teil an. Lasst gerne ein Abo da. Neue Kampagne. Normal. Okay, Fähigkeiten. Ah, erst mit dem Leveln. Okay, gut. Wir starten. Wir sind diesmal in Italien statt in Afrika. 1943. Eine Welt im Krieg. Eine Welt in Aufruhr. Wir haben Hitlers Nordafrika-Feldzug ein Ende gesetzt. Aber was nun? Churchill drang auf eine Invasion Italiens, nannte die Mittelmeerregion den weichen Unterbauch des Krokodils. Anfangs skeptisch zog Winston die Amerikaner doch noch auf seine Seite. General Dwight D. Eisenhower, oberster Kriegsherr der Alliierten, plant federführend die gesamte Strategie. Was mich betrifft, ich bin auf dem Weg nach San Cellini, einer abgelegenen Insel im Südwesten Italiens. Sniper Elite 4, Italien. Wir haben in dieser Gegend Schiffe verloren. Der britische Geheimdienst glaubt, die Anwesenheit der Luftwaffe auf San Cellini ist der Grund dafür. Die königliche Marine hat einen eroberten italienischen Frachter, die Orchidia, entsendet. Sie war mit modernster Funkabfangtechnik ausgestattet. Die gesammelten Informationen bestätigen unsere Befürchtungen. Die Nazis besitzen eine neue Wunderwaffe. Die Überlebenden der zerstörten Schiffe reden von einer neuen Art Rakete. Ferngesteuert von dem Flugzeug, das sie abschießt, spüren diese Raketen unsere Schiffe mit tödlicher Präzision auf. Die Aufgabe der Orchidia war, die Funkmeldungen der Luftwaffe abzuhören, um rauszufinden, was die Deutschen vorhaben. Auch wenn das höchste Opfer bedeuten würde. Jetzt müssen wir wissen, was die Nazis planen und wie wir sie aufhalten können. Ein hohes Tier der Luftwaffe ist auf der Insel. General Tobias Schmitz. Es ist kein Geheimnis, dass Hitler eine hohe Meinung von ihm hat. Schmidt würde sich niemals lebend ergeben und hat seinen geliebten Führer noch niemals enttäuscht. Aber er könnte über nützliche Informationen verfügen. Meine Mission, Schmidt töten und mit ihm alle hochrangigen Offiziere. Und dann nichts wie weg. Ich sorge dafür, dass die Männer nicht umsonst gestorben sind. Ich muss so viel wie möglich über die neue Rakete herausfinden. Schaut optisch doch voll gut aus. Einen Moment. Ich muss nur was einstellen. Irgendwie flackert mein linker Bildschirm. Warum, weshalb, weiß ich. So. Egal, das sollte passen. So, dann fangen wir mal an. Maussensibilität ist wieder voll hoch. Probieren wir es mal so. Klettern. Schätze, den Kerl kann ich relativ geräuschlos ausschalten. Okay. E. Augenblick mal. Was ist das? Wo ist mein Feldstecher? Markiere Feinde mit Maus 1. Aha, weiter nach rechts geht's nicht. Warum auch immer. Wow, sehr kleiner Radius. Ah, das da oben. Kann ich das schießen?
Okay. Also nur die zwei. Aber jetzt kann ich mich auch weiter bewegen. Konzentrier dich auf deine Aufgabe, Kumpane. Ah, man kann auch die voll laut hören. Sitzen. Alte Kuhm, denk. Okay. Mein Gewehr, da oben. Ich habe gelehrt, das um Lunge zu lernen. Wenn ich die Luft anhalte, kann ich besser zielen. Doppelkill. Na, wer sagt's denn? Okay, was haben wir da links? Oh, ich bin genau über der Karte, gell? Egal, die Karte ist nicht so wichtig. Was haben wir hier? Kann ich irgendwas sammeln? Nix. Da werde ich rüber müssen. Irgendwie über den Spalt. Machen wir. Leertaste drücken um den Spalt. Okay, springen und Lunge entleeren ist Leertaste. Es kann nur bergauf gehen. Nur bergauf. Schaut aber viel, viel besser aus als die anderen zwei Teile. Ist natürlich auch etwas neuer. Könnte sich lohnen, die Leichen nach Munition zu durchsuchen. Okay, eh halten. Das hier wird sehr nützlich sein. Es gibt sicher hier irgendwo irgendwas Verstecktes. Dann gehen wir mal darauf. Im Blattwerk und im Schatten bin ich schwerer auszumachen. Bauchlage. Aha, also halten. Schieb dich durch den Spalt, erledigt. Töte General Schmidt, egal wie, töte den. Aha. Egal wie. Drücke M, um Ziele zu sehen. Zerstöre die Kamera. Räume den Checkpoint. Zerstöre die Kamera, Strei. Offiziere, wieder Offiziere, Kontrollpunkt sichern und Offiziere. Na gut, dann machen wir zuerst das. Der Turm ist ein guter Aussichtspunkt. Ja, dann gehen wir darauf. Was war das? Eingabe-Tutorial einzeigen. Zieh, um in die Hocke zu gehen. Trauliche Haltung. Aha, wenn der Kreis wieder... Okay, je tiefer deine Haltung, desto genauer kannst du zielen. Das sind Vögel. Fliegen die weg? Petzen die mich? Ja. Wir sind jetzt hier oben. Was haben wir hier alles? Gewehrmunition, wieder eine. Gegenstände. Karl verfügt über eine Reihe von Fallen und Gegenständen, die alle auf unterschiedliche Art und Weise eingesetzt werden können. F um einen Gegenstand. Okay, F ist wieder dieselbe Taste. Ist schon mal gut. Ist das? Ist die besser?
Da Geschwindigkeit weniger, Rückstoßdämpfung höher? Nee. So, versuchen wir uns mal hinzulegen. Er will nicht. Frech. Wieso steht er automatisch auf? Das mag ich nicht. Gut, dann halt nicht. Was soll die Kamera? Kamera 1. Da ist nur eine. Brauche 3. Was? Werkzeugkasten. Sehr viele Explosivfässer. Die werden wir dann gleich ausnutzen. Rote Reifen? Aha, das sind also auch Schwachpunkte. Passiv. Ja, dann probieren wir das. Wenn ein Flugzeug kommt, schießen wir drauf. Gleich einer? Nee. Wieso kommt kein Flugzeug? Ist nur eine Kamera zu. Machen wir kurz meine Ziele nochmal. Zerstöre die Kameras. 0 von 3. Wir schießen einmal drauf und schauen, was passiert. Den Benzinkanister. So. Triangulation. Geräusche und nicht tödliche Schüsse helfen deinem Feind bei der Triangulierung deiner Position. Mögliche Bedrohung bei wiederholten Auftreten an derselben Position. Okay, das ist also wie im zweiten und dritten. Vorher erscheinen mögliche Bedrohungen auf dem Radar als Dreiecke. Okay. Geisterbild. Okay. So, jetzt müssen wir weg. Oder da ist noch einer irgendwo. Laut der Minimap. Ah, da. Drücke immer die falsche Taste. Was soll das? Den da will ich noch geben. Augenschuss. Wieso wurde es mir jetzt nicht angezeigt? Was ist das dort? Gut, wir gehen weiter. Oder wir probieren mal was. Wir können ja super weit wegschießen. Das werden wir jetzt auch machen. Da ist einer. Du stehst auf meiner Abschussliste, Partner. Den probieren wir jetzt. Oh mein Gott, nicht getroffen. So, den habe ich. Deckung aufgeflogen. Wie gehe ich jetzt da runter? Aha, okay. Er tut sich selber daneben. Mich wieder gesehen.
Diese Insel ist ein einziger Propagandafeldzug mit der Orchidea als Höhepunkt. Ich glaube, jetzt ist er genau drunter. Probieren wir es mal. Episch. Die bewegen sich also jetzt auch in Zeitlupe. C fallen lassen. Aha, befindest du es so groß, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass er es herausfindet, wo du steckst. Jetzt müssen wir weiter, weil da ist direkt einer. Drei Schüsse kann er behalten. Gibt's ja nicht. Wenn das alles leise wird. Na, wo ist er? Okay, da kommen noch zwei. Lade nach, lade. Schneller, schneller. Geht das? Ich habe mich genau angeschossen, als ich mich bewegt. Die schießen wollte. Okay, die Steuerung fühlt sich noch nicht so hundertprozentig. Wir wissen genau, wo ich bin. Muss ja voll weit runterzählen. Kann er nachladen und gehen? Ja, passt. Da sollte irgendwo einer sein.